Hallo und herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde Elden Ring. Wir sind jetzt hier in der Tulpflusshöhle. Hallo? Ja, wir haben in der letzten Folge den Sumpf weiter erkundigt. In was? Invasion zurückgeschlagen. Und jetzt erkunden wir diese Höhle hier. Okay. Glocken. Das kam unerwartet. Oh oh. Wie viele waren das gerade? Oha. Oha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hätte da nie Glocken erwartet, ehrlich zu sein. Okay. 5 Bolzen. Ja, 5, 6 Leute kamen da gerade. Okay. Dann bei Banditen. Das ist ein Boss. Dahin gehe ich noch nicht. Oh. So. Und hier nix, okay. Ja, man sollte nicht eine Ratte in die Enge treiben, sonst wird sie zum Valhalla Leben oder Tod Kampfmodus. Gut gedeutscht. Sonst kommt sie in den Valhalla-Kampfmodus. Tot oder lebendig. So. Also, ihr wisst, was ich meine. Ah. Dankeschön, ein Pilz. 5-mal, na gut. Das macht sicherlich bumm. Ja. Gut. Dann nehme ich mal den Schild. Und dann würde ich sagen, ab rein da, ne? Müsste nicht irgendwas passieren? An der Decke klebt nichts Verdächtiges. Da ist nur eine Truhe. Warum habe ich das Gefühl, dass die Truhe... Da kommt der Boss, wenn ich die Truhe öffne? Das wäre auch eine interessante Mechanik. So, für ein bisschen Abwechslung. Dass der Boss nicht, zum Beispiel nicht immer da ist. Oder die Truhe ist der Boss. Nein. Jetzt kommt der Boss wieder da. Oh.
yourself to a man's personal belongings, huh? You Patches, was? Was? Oh lol. Was? Was zur Hölle? Ist das ein Hinterhalt? Er sieht aus dem Kopf und was zu. Well, what do you know? You're tarnished like me. Oh. Now, how did I get that wrong? I took you for a dead human or some such. But an innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now? Ich kann dir dein Zeug zurückgeben, ich weiß nicht mal, wo ein Stoff hin. Ich kann dir dein Stoffhemd zurückgeben, gar kein Problem. A true man of reason. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the untethered. Okay. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. And they're paying for my gruel. Okay. In exchange for my, well, showing them the ropes. Oh. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Okay. Tut mir leid. Ach komm, ach, man kann mit ihm immer wieder kämpfen? Oh cool. Don't forget to pop back for another visit, friend. I'll be ready to wheel and deal come next time. Oh, das wird gut. Cool. Don't forget to pop. I'll be ready to. Dass du mir jetzt aber hier im Rücken stichst, das, aber das ist ja cool. Da oben kann man also, okay. Warte mal, Hemd oder was das war. Ich habe dir dein letztes Hemd, glaube ich, leider geklaut. Entschuldigung. Ich kann es dir wirklich zurückgeben. Gar kein Problem. Hier, Stoffkleidung. Kleidung aus einem groben Material, absolut gängig im Zwischenland. Mhm. Ja, sieht man. Wundervoll. Mhm. Ah, oh. Okay, das ist doch schon wertvoller, als ich anfangs dachte. Okay. Nein. Was mache ich denn hier? Als ob die Stoffkleidung mehr Feuerresistenz gibt. Was zu. Ja. Warum Software-Logik halt? Okay. Nein, warum habe ich. Habe ich mich nicht. Ach so, dann. Okay. Jo. Ja. Patches. Ich hab, wer auch immer Patches ist, ich habe keine Ahnung.
Ja gut, das waren mal Banditen. Fünf oder acht Stück. Aber okay, ich sollte aufpassen. Es gibt scheinbar auch wirklich so improvisierte Fallen. So Stolperfallen, so kleine, vielleicht sogar auch harmlose oder sehr gefährliche. Je nachdem, was dann kommt. Oder wer. Ich könnte ja. Ich könnte mich ja jetzt hinsetzen und gucken. Patches wieder besuchen, Mensch. Kleidung anpassen. Kann ich? Nein, kann ich immer noch nicht. Okay. Neben nicht. So. Ja, immer vielleicht diesmal just for fun. Zwei Schwerter. Yeah, Doppelklingenstil. Challenge Time? Challenge Time. Nein, was zur Hölle? Ah, falsche Taste, falsche Taste. Jo, wie das abgeht. Alter, ich komme vor wie Luko. Ey. Voll cool, Alter. Dolch. Oh. Kurzschwert. Schwelender Schmetterling. Dolch. Voll cool. Voll cool. Ah, jetzt habe ich zwei Dolche. Zwei Kurzschwerter. Cool. Tritt. Schnellschritt. Aha. Also, das möchte ich mal ausprobieren jetzt. Alter. Jo. Alter, voll cool. Voll cool. Jo, was passiert, wenn ich Kurzschwert habe und ein Dolch. Ah. Schade, aber okay. Cool, zurück mit Schwertern. Oh, voll cool. Gefällt mir sehr. Halt, Moos. Wo ging's entlang? Ah, dahin. Halli, hallo, Patches, wie geht's denn so?
Huch, was ist jetzt los? Okay. Was ist noch eine Truhe jetzt? Well, nice of you to drop in, dass ihr endlich mal vorbeischaut. Bestimmt etwas. Willkommen in Patches Emporium. Ah ja. Jo, bist du jetzt mein neuer Kreirat? Yeah. I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers. And good ones at that. Oh. I mean, they don't understand a word I'm saying. But it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers. Survivors of a defeated army. Okay. Worked to the bone by their high and mighty lord. Only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Okay. Wondering what's inside the treasure chest. Well, it's a nothing too special. Just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Okay. Oh, goldener Federtierfuß, Hecher Dolche, werft mehrere Messer in Fächer vom A, um Gegnern Schaden zuzufügen. Jo, sind nur 20 davon? Ist das ein Margits Kette? Bindet kurz den gefangenen Margit auf Erden? What? Gnadenimitator? Das Licht weist den Weg, jedoch ohne Ordnung. Gnadenimitator. Ein Fetisch, der die führende Hand der Gnade offenbart. Aha, herstellbares Objekt sogar. Ähnlich der Gnade selbst weist euch dieser Fetisch mit Strahlen den Weg, jedoch ohne jegliche Ordnung. Außerdem hilfreich für alle, die vom rechten Weg abgekommen sind oder jene, die chaotische Hilfe und wahre Abenteuer echter Ordnung vorziehen. Glassplitter. Wozu braucht man Glassplitter? Oh, Steinschwert. Handbuch 2 des Missionars. Okay. Oh, Waffen. Baupläne eines Mannes, dem der Weg der Fingerjungfer versagt blieb und da stattdessen die Welt hinauszog, um die heiligen Schriften zu lehren. Mit diesem Wissen könnt ihr folgendes herstellen. Schriftstein, Gnadenimitator, goldener Federtierfuß. Parierdolch. Ein Messer mit gebogenem Handschutz, speziell für das Parieren entworfen, um die Angriffe des Gegners gegen ihn zu lenken. Die Waffe ist nur für etwas für wahre Meister des Kampfes, die jeden Schlag des Gegners vorausahnen und entsprechend kontern können. Können also nichts für mich, okay. Talentparate. Aha. Großpfeil, ein Großpfeil für Großbögen. Gewaltig schweren Speer, stammt für den... Stammt von den extrem starken Bogenschützen aus den Armeen der Fürsten. Oha. Ballistenbolzen. Ein Großbolzen für die Hand. Hand bitte was? Gewaltschwertspeer für die bitte was? Holzschild mit Pferdewappen. Ein mittelgroßer Holzschild für seine Größe leicht und einfach zu führen. Das kreisförmige Pferdekopfmotiv soll den schnellen Galopp symbolisieren. Kein Talent. Oh, was ist das? Ein Opferzweig, ein Talisman aus einem trockenen Zweig, so zierlich, dass er bei der leichtesten Berührung zu zerbrechen droht. Mhm. Verhindert den Verlust von Runen beim Tod, geht stattdessen aber selbst verloren. Oh, so ein Talisman. Viele glauben, dieser Zweig sei vor sehr langer Zeit vom Erdenbaum abgeschnitten worden. Was steht hier zu diesem Schild? Körperlich Abwehrschadensresistenz 81 nur? Besser als nix, schätze ich. Okay. Soll ich was kaufen?
Könnte ich machen? Nee. Eins nach dem anderen. Erstmal den anderen Händler. Cheers for that. Okay. Forgot something on your shopping list? No, no trouble to me. Cheers for that. Okay, goodbye. Na gut, die Truhe lasse ich ihm. Ja. Nicht, dass ich ihm noch die letzte Rose oder so klaue. Nehme. Leggy leg leg. Wo? Von da. Nein. Hilf, ich habe mich verirrt. Was zur Hölle? Ah, bin hier. Ah, okay. Das war gerade ein seltsamer Moment. So, jetzt geht es ab zu diesem anderen Dungeon. Genau. Wo ist er? Na? Genau, da. Trübfluss Katakomben. Jawohl. Weiter ging es dort nicht, ne? Nee. Ach, schönes Bild. Beunruhigende Gestalt rechts von der Person. Also links von ihr aus. So, hallo. Yeah. Gucken, was es hier so gibt. Gargoyle wieder. Ich weiß es doch. Dankeschön. Rechts zwei. Okay. Ah, eine Druckplatte. Ein Moment. Ah ja, ich hab doch das Schild. Oh. Ich wusste es. Na, also geht doch. Safe, safe. Okay, was zur Hölle? Wo kommst du denn her? Oh.
schon ein bisschen erschreckend. Und vor allem unerwartet. Genau. Oh. Wo zur Hölle kommst du denn jetzt her? Was? Wo zur Hölle kommst du denn jetzt her? Welche Taste? Kamen die echt noch extra von da oben? Ich glaube, die waren dazu da, um mich zu finishen oder so. Uiuiui. Mensch, es leckt. Hallo? Achso, X. Ich hätte den Schild nicht jetzt. So, war's das? Nein. War's das jetzt? Jetzt war's das. Unten sein. Wow. Gut. Ich bin bereit. Nicht bereit. Was mache ich denn? Was zur Hölle? Karten, da du ihn dann, was zur Hölle?
Ja, voll cool. Das war da vorne, Typ. Streithammer, ach du heilige Yes, Peace. Das ist schon wieder so ein Ding. Einfach so. Alter, wie cool war das denn? Beim ersten Mal, jawohl. Streithammer. Kriegshammer. Stärke 26, ach du heilige. Paradenspudeln, kann ich das denn verwenden? Nein. Den schaue ich mir trotzdem mal an. Alter, ist der groß. Warte mal, der hatte doch eine Kette oder so, ne? Nein, nur prallendes Pudeln. Ha, voll cool. Bom, 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 bom. Schwerarbeiter. Okay, das war der Grab der Duelland. Was auch immer da hier eigentlich gemacht hat. Also Grab gehütet, ja schon klar, aber ich meine, wie lange, woher kommt das Licht da rein? Na gut, eine neue Waffe, die ich nicht verwenden kann, aber hey. Immerhin, ganz cool. Ja, interessante Wurzel. Ja, das war's. Dann... Ja, zurück zum Eingang. Weiter im Sumpf gucken? Wie viele Minuten sind schon vergangen? Es sind schon 32, ja geht ja noch. Wie viele Seelen habe ich jetzt bekommen? Mal so eine Frage. Okay. Ich setz mich mal noch mal hin, nachdem ich die Waffe abgewählt habe. Sehr gut. Den Helm irgendwie so voll. Ah ja, von jetzt eigentlich. Genau jetzt. Da war ich. Geh mal dahin, aber dafür reise ich dorthin. Ja, obwohl ich könnte noch mal bei Patches vorbeischauen. Vielleicht hat er ja was Neues wieder. Jetzt geht's. Ich versuche mal diesmal etwas mehr sneaky ranzugehen. Sagt er, als er die Fackel nahm. Achso, die Fackel. Na egal. Okay.
Ach, jetzt wollen die alle. Mann. Mann. Ich muss schon sagen, das war jetzt irgendwie ungünstig. Oh, Wegelagerer Kapuze. Nice. Dankeschön. War hier nicht noch Moos oder so? Nein? Okay. Da war Moos. War Moos. Ah. Du Wegelagerer Kapuze. Okay, okay. Eine furchtbar befleckte und zerfetzte Kapuze stammt von einem ehemaligen Fußsoldat, das sich heute als Bandit verdingt. Hm. Wie sieht's jetzt aus? Ha. Huh. Als wäre ich in der Wüste gewesen. Hello again. Welcome to Patches Emporium. Hi. By the way, friend, you've really been there for me through thick and thin. Naja. So, I've made up my mind. I bequeath that chest to you. An extra special thanks for an extra special customer. Okay. What's wrong? I've made up my mind. The treasure chest is yours, in word and deed. Sure, it may be worth its weight in gold. But Apache's promise, well, that's priceless. What's wrong? I've made a treasure chest. Sure, it. But Apache's. Okay. What's wrong? I've made up a treasure chest. Is sure it. But Apache's. Stingy little beggar. Try to find it in your heart next time, eh? Forgot something on your shopping list? No, no trouble to me. Stingy little beggar. Try to find it in your heart next time, eh? What? Ich traue ihm irgendwie nicht. Wer ist das überhaupt? Ist das so eine magische Truhe? Das ist so eine magische Truhe. Gefangen in einer Transporterfalle. Wieso konnte ich nicht ausweichen? Wieso konnte ich nicht wegrollen wie bei der ersten? Ich wusste es, der hat mich eingelegt. Nun gut, wo erscheine ich jetzt? Hallo? Wo erscheine ich jetzt?
Hallo? Läuft das Spiel noch? Hallo? Okay. Hallo. Spiel. Hallihallo, Halli. Halli, hallo, hallo. Spiel. Moment.